Hallo zusammen. Auf den Oktober können sich Kinder und Familien in Berlin freuen. Denn da findet der Kinderkulturmonat mittlerweile zum 10. Mal statt. Eine prall gefüllte Zeit mit über 220 Veranstaltungen, ganz im Zeichen von Kunst und Kultur. Da gibt es für die jungen Menschen vieles zu entdecken. Kennt ihr schon den Kinderkulturmonat? Da kann man im Oktober einen Monat lang ganz viele tolle Sachen machen. Ihr wolltet schon immer mal an einer echten Staffelei malen? Eure Nase in ein Opernhaus stecken? Das Tanzbein schwingen? Einen eigenen Trickfilm drehen? Es gibt wunderbare Theater, Museen, Ateliers, Kinos und vieles mehr zu entdecken. Ja, und was es zu entdecken gibt, das erfuhren wir auf der Pressekonferenz im Kindl, das Zentrum für zeitgenössische Kunst. Unter hervorragender musikalischer Begleitung führten Sigrid Kleber, Berliner Staatssekretärin für Jugend und Familie, und Chris Benedikt, die Projektleiterin des Kinderkulturmonats, durchs Programm. 20 Kinder aus einer Neuköllner Grundschule durften vorab ihre Glückwünsche zum 10-jährigen Jubiläums des Kinderkulturmonats übermitteln. 10 Jahre Kinderkulturmonat heißt eben, dass 10 Jahre lang immer im Oktober Kinder und Familien die vielfältigen Kulturorte hier in unserer Stadt kennenlernen konnten. Und es sind in allermeisten Fällen Kinder, deren Eltern nicht jeden Tag oder jedes Wochenende ins Theater oder ins Konzert gehen. Und da können Kinder kennenlernen, was es alles gibt, um auch selber festzustellen, was mag ich denn am liebsten? Spiele ich gerne ein Instrument oder möchte ich in einer Theatergruppe mitwirken? All diese Dinge können ausprobiert werden. Und vor allem auch die vielfältige Landschaft hier in Berlin für die Kinder zum Leben erweckt werden. Das ist eine wunderbare Sache. Wie kam denn der Kinderkulturmonat zustande? Der kam zustande, das ist eine Idee aus den Niederlanden. Da gibt es den Kindermahnt, Oktobermahnt. Und das wird aber nicht nur auf Kunst dort organisiert, sondern an alle Freizeitbereiche. Da machen auch Zoos und Stadtbäder und so weiter mit. Und die gibt es schon länger als uns. Und dann kam die Idee eben zu uns, in den Kunstverein rübergeschwappt, in die Werkstatt, die der Träger ist des Projekts. Und wir haben gedacht, oh, das ist ja toll, ja, so einen Monat nur für Kinder zu organisieren in so einer unübersichtlichen Stadt wie Berlin auch, das einfach mal zu bündeln. Und wir haben aber gleich gesagt, okay, aber für uns müsste das schon dann den Kulturfokus haben. Ja, also nicht alles Bild durcheinander, sondern wenn, dann Kunst und Kultur. Und so haben wir das einfach gestartet und haben ein paar Orte angefragt, haben, was haltet ihr von der Idee, wollen wir das mal machen? Und dann so ganz klein und Schritt für Schritt ist es dann weiterentwickelt worden. Ne? Mittlerweile sind es 103 Veranstaltungsorte. Ja, genau. Wir haben dieses Jahr die 100er-Marke geknackt. Wir haben angefangen mit 32 Orten und dann kontinuierlich weitergemacht und weitergemacht. Und natürlich auch genau hingeguckt, ne, wo, in welchen Bezirken sind wir noch gar nicht, wo gibt es irgendwie Stadtteile, da gibt es vielleicht auch nicht so viel, können wir da trotzdem irgendwas hinbekommen. Wir haben dann immer mehr auch mit den bezirklichen Einrichtungen, ne, mit den Musikschulen, mit den kommunalen Galerien und so Kooperationen gestartet und Programme entwickelt. Und das ist natürlich schön. Diese Vielfalt macht es ja auch aus, ja, von der Art der Häuser, die es gibt, ne, die große Oper oder eben die Jugendkunstschule um die Ecke. Ja, und das ist ja, das gehört ja alles dazu. Und das sichtbar zu machen, das ist toll, jetzt mit über 100 Orten. Und Sie sind auch in Brandenburg tätig? Genau, erstmalig haben wir gesagt, ja, okay, wir hatten schon immer wieder mal Anfragen, auch aus Potsdam oder auch aus der Umgebung von Berlin, von Orten, ob sie mitmachen. Und wir hatten das immer erstmal auf Berlin begrenzt. Ne? Und ab diesem Jahr haben wir gesagt, naja, aber gerade wenn man doch die Stadtgrenze in den Blick nehmen will, da wo es nicht so viele Angebote gibt, dann ist es, macht es ja Sinn, auch mal rüber hinaus zu sehen und nicht die Grenze so fix zu sehen, sondern zu sagen, ja, klar, auch Falkensee und Starken und so weiter, warum denn nicht? Ja, das ist ja manchmal für manche Kinder ja viel näher, als zur Museumsinsel zu fahren, jetzt so ganz platt gesagt. Ja. Erzählen Sie mir mal, wer kann denn da teilnehmen, welche Kinder und kostenlos?
Ja, es können alle Kinder teilnehmen. Das ist immer unser Anspruch gewesen. Wir hatten ja am Anfang auch relativ schnell festgestellt, wenn wir einfach nur ein Programm machen und ein Festival, dann kommen eigentlich doch die Kinder und Familien, für die das leicht ist. Ja, für die auch so gekommen wären, sage ich mal, oder die auch so ab und zu ins Theater gehen. Und für uns war es dann aber wichtig zu sagen, Moment, wir sind ja hier auch in Neukölln und wir haben ja mit den Schulen auch viel gesprochen. Und da gibt es eben auch Kinder, die waren noch nie in so einem Theater. Ja, und das wäre doch viel wichtiger, die durch Kooperationen eben alle zu erreichen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann gehen wir jetzt in die Jugendclubs, wir gehen in die Schulen, wir gehen, machen ein Ferienprogramm und bauen uns so ein Netz auf, damit wir wirklich alle erreichen. Ne? Und dann natürlich auch, als sehr viele Geflüchtete ankamen, haben wir dann gesagt, okay, jetzt aber auch die Unterkünfte. Ja? Und da reicht es manchmal nicht zu sagen, hier ist das Heft und kommt mal alle, ihr seid alle eingeladen. Ne? Sondern da muss man eben auch gucken, was ist denn die Lebensrealität der Kinder und Familien in dieser Stadt oder auch in diesen Unterkünften. Und deswegen haben wir am nächsten Schritt dann Formate entwickelt, wo wir Schnupperkurse vor Ort machen. Ja, also so Teaser-Workshops sozusagen. Guck mal, das kann Kunstvermittlung sein. Das ist Kultur hier in Berlin. Und auch so herzlich willkommen und lasst uns doch mal gemeinsam uns jetzt so einen Ort erobern für uns, ja, und angucken und hinter die Kulissen schauen und ne, die so mitzunehmen in begleiteten Ausflügen, das war uns auch ganz wichtig. Insofern ja, für alle und für alle kostenlos. Nur für euch Kinder oder auch für die ganze Familie. Überall in Berlin. Zu den Anmeldungen geht es unter www.kinderkulturmonat.de. Dort gibt es Suchmasken, wo man selber entscheiden bzw. ganz gezielt suchen kann, welche Veranstaltungen bzw. Schnupperkurse man teilnehmen möchte, welche Themen einen interessieren, wie Musik, Theater, Workshops oder doch tierischer Spaß und Burgabenteuer. Sagen wir noch, wie wichtig es ist, gerade nach der Corona-Krise, dass die Kultur wieder stattfindet. Ja, ich weiß nicht, wie es Ihnen angeht, aber mein Eindruck ist schon, wir sind ausgehungert. Ja, man hat gemerkt, wie viel wegbricht, wie viel fehlt, was Kultur eigentlich heißt. Ja, dass es eben nicht immer nur um die Hochkultur geht, sondern dass es ganz, ganz praktisch auch die Gitarre ist, der Musikschulunterricht oder andere Sachen, die man sonst so selbstverständlich nimmt. Ja, ich meine, die Kinder heute hier, die waren alle sehr Graffiti-orientiert und so. Aber zu begreifen, ne, was hat das eigentlich für einen Wert für uns, für unser Zusammenleben, für unsere Gesellschaft. Da stecken auch Menschen dahinter, Künstler und Künstlerinnen, ne, die jetzt plötzlich nicht mehr arbeiten konnten und so. Es ist, ich glaube, viel Verständnis geweckt worden. Und jetzt ist es aber so toll, auch einfach mal loslegen zu können und wieder zurück, sich das so zurückerobern zu können und zu sagen, ja, jetzt wieder Kultur. Und das hat eine ganz besondere Bedeutung. Also nicht nur, weil wir einen Geburtstag feiern, sondern tatsächlich wegen Corona, wo man isoliert, ja, sehr, sehr begrenzte Angebote hat. Obwohl sich natürlich viele Kulturorte, Jugendeinrichtungen auch Mühe gegeben haben, da digital was zu machen. Aber man ist ja auch sehr ermüdet von dem Digitalen. Ja? Das ist ja schlauchend und jetzt ist es schön, wieder wirklich sehr haptisch mit den eigenen Händen irgendwas zu machen und miteinander gemeinsame Erlebnisse zu haben. Darauf kommt es jetzt an. Habt ihr Lust? Dann meldet euch im September auf unserer Webseite an und haltet nach unserem kleinen, bunten Programmheft Ausschau. Alle Infos findet ihr unter www.kinderkulturmonat.de.